Ich hab Schmerz. Hallo, guten Tag. Ich hab Schmerz. Ja, Tränen, ja. Ja, rüber. Bitte. Hallo. Wie ist Ihr Name? Natascha Römer. Frau Römer. Ja. In wievielten Woche sind Sie denn? Ich bin hochschwanger. Im 9. Monat. Auf den ersten Blick schien eine junge Frau mit Wehen in die Notaufnahme zu kommen, in Begleitung irgendeiner nahen Angehörigen. Ich war aber sehr verwundert, dass sie noch nicht mal wusste, in welcher Woche sie war, sondern nur sagte, hochschwanger. Die weitere Anamnese ergab dann noch einige Überraschungen. Dringend den Gynäkologen anrufen. Ich weiß, dass da die Hölle los ist, aber es hört sich hier... Ja, da war gerade keiner an. Wie oft kommen die Schmerzen? Alle 5 Minuten. Alle 5 Minuten. Und dann haben Sie, wo ist denn Ihr Mutterpass? Den habe ich nicht. Wie bitte? Ich habe keinen. Sie ist leider nie zur Untersuchung gegangen. Meine Mutter ist damals bei der Geburt gestorben. Ich muss Sie jetzt untersuchen. Ich werde Ihnen jetzt mal die Hose aufmachen, weil im Kreißsaal ist wirklich keinerlei Platz. Nein, das will ich nicht. Ich will wieder nach Hause. Ja, aber wir können Ihnen doch nicht helfen. Nein. Wenn man so eine schwierige Patientin vor sich hat, die kurz vor oder bereits in einer Entbindung steht und alle Untersuchungen verweigert, wird es gefährlich für Mutter, Kind und unter Umständen auch den Arzt, weil er eigentlich keine richtige Entscheidung treffen kann und droht in jedem Falle mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, ob er die Patientin nun zwangsuntersucht oder Untersuchungen unterlässt. Beides ist definitiv falsch. Ich muss sie jetzt einfach mal körperlich untersuchen. Ich muss feststellen, wie weit der Muttermund offen ist. Ja, dann muss ich sie abtasten, dann muss ich versuchen zu hören, was ich durch die Bauchdecke hören kann. Dann müssten wir auch einen Ultraschall machen. Tun Sie also nur Frau, das, Frau, was mein Kind Frau Römer, schädigt. Wenn Sie partout eine Hausgeburt wollen, dann kommen Sie nicht in die Klinik. Aber das ist ein Risiko. Ich verstehe das Ganze nicht. Ja, Sie gehen noch nicht mal zum Gynäkologen, Sie haben keinen Mutterpass und Sie möchten jetzt eigentlich auch gar nicht behandelt werden. Warum sind Sie denn dann da? Ich habe so Schmerzen. Ja, das Wehen sind auch schmerzhaft. Okay. So, darf ich Sie jetzt bitte untersuchen? Ja. Ja, dass in der Notaufnahme die Schwangeren hinkommen, ist eigentlich eine Seltenheit. Normalerweise sind die Geburten ja angemeldet und gehen eben nicht über unsere Ambulanz. Und deshalb haben wir im Kreißsaal angerufen, der war aber total überlastet und gar kein Zimmer frei und kein Gynäkologe gerade zu greifen. Deshalb habe ich dann erstmal ein CTG geholt, damit wir die Erstuntersuchung machen können. Hallo, kann ich einen Wehenschreiber abholen? Den CTG frei? Ja, super, danke, bis gleich. Ich bin dann eben kurz weg. Ich möchte, dass das schnell geht, da stimmt was nicht. Ah, super. Eine Decke eben. Ich möchte sie nicht vor der Schwester jetzt halbieren. Ja, ich hole eine Decke. Ja, danke. Eine Decke, bitte. So, wir ziehen immer kurz die Hose aus. Ja. Ah, super, ich mag danke. Das eigentlich nicht hier unten in der Notaufnahme, aber wie viele Entbindungen haben die denn da oben? Das ist ja. Da ist alles voll. So, helfen Sie mal bitte, die Hose auszuziehen. So. Ja. So, nicht erschrecken jetzt, ich taste jetzt. Geschlossen. Mhm. Da hat es auch keinen Wasserabgang gegeben. Okay. Darf ich Ihnen den Gurt noch rübergeben? Oh. Nicht erschrecken. Es wird jetzt mal kalt am Bauch. Sie machen mal ein Hohlkreuz, bitte. Schön ruhig atmen. Schön ruhig atmen. Und wir horchen jetzt mal, ne? Was der kleine Zwerg da so macht. Nehmen Sie ruhig die Hand, solange der Arzt da nicht steht. Ja? Ja. Also Entschuldigung, Frau Römer, das ist keine gute Nachricht. Da sind keinerlei Wehen zu sehen und auch keine kindlichen Herztöne. Wir müssen jetzt den Ultraschall machen. Die körperliche Untersuchung von Frau Römer und auch CTG und Ultraschall ergaben sicher, dass sie nicht schwanger ist. Aufgrund der psychischen Situation der Patientin war es aber auch nötig, da ihre Angaben völlig divergierten, noch eine Blutentnahme, insbesondere auf das Schwangerschaftshormon Beta-HCG hin, durchführen zu lassen, um auszuschließen, dass sie vielleicht vor allerkürzester Zeit bereits ein Kind verloren hat. So leid, wie es mir tut, aber Sie sind nicht schwanger. Aber ich muss doch schwanger sein. Die Geräte sind bestimmt kaputt. Also wenn, ich merke das doch. Ich kann Ihre Gebärmutter identifizieren. Die ist klein. Darin befindet sich kein Embryo oder Fetus.
Wir kontrollieren auch noch mal alles jetzt nach, was mit einer Schwangerschaft hormonell zu tun haben könnte. Aber das ist keine Schwangerschaft, schon mal gar keine in einem fortgeschrittenen. Hier ist der Mann von der. Hallo, Herr Römer. Schatz, Herr Römer, wie geht's dir, mein Schatz? Alles gut? Ich bin nicht schwanger. Mit dem Mann allein. Aber ich bin noch schwanger. Beruhigen Sie sich erstmal. Herr Römer, kommen Sie mal rüber. Wie jetzt? Also, wir haben doch alles vorbereitet. Wir haben im Zimmer alles renoviert. Wir haben alles getan. Frau ist nicht schwanger. Nein, nein, nein. Und war es wahrscheinlich auch nie. Das kann nicht sein. Schatz, ich schwöre, ich durch diesen ganz extremen Kinderwunsch über so viele Jahre hat sich da eine leichtere psychische Erkrankung entwickelt. Und es gibt den Begriff der Pseudoschwangerschaft. Warum sie natürlich zugenommen hat, der Bauch auch dicker geworden ist, das werden wir noch versuchen herauszufinden. Die Blutabnahmen sind schon unterwegs. Wenn man sich wie Frau Römer derartig intensiv ein Kind wünscht und eine vielleicht auch etwas emotional instabile Persönlichkeit hat, dann kann der Wunsch derartig stark werden und der Verstand so weit unterdrückt, dass man wirklich glaubt, schwanger zu sein und auch bestimmte Symptome einer Schwangerschaft bekommt. Ja, wie schon vermutet, Frau Römer, Sie sind definitiv nicht schwanger. Das kann nicht sein. Doch, das ist so. Das Beta-HCG ist ganz niedrig, also weit entfernt. Muss mal aufsetzen. Von einer Schwangerschaft, aber ganz ruhig. Aber ich denke, wir haben einen Hinweis darauf, warum Sie so. Hallo. Nein, lass mich los. Kommen Sie, jetzt Frau Römer. Bleiben Sie doch mal. Frau Römer. Ja. Frau Römer. Frau Römer, jetzt kommen Sie mal mit. Jetzt kommen Sie mal. Jetzt. Manche Erkrankungen sind wirklich nicht unbedingt alle zu erklären, vor allem bei psychischen Erkrankungen. Und man kann sich vorstellen, dass es vielleicht nicht so in allen Köpfen drin ist, dass sowas wirklich passieren kann, dass eine Frau sich da eine Schwangerschaft einbildet. Ich weiß, dass sowas passieren kann. Ich muss sagen, mir tut sowas wirklich unfassbar leid für die Patienten, weil das, glaube ich, wirklich eine harte Sache ist. Aber doch, dass sowas gibt es und muss auch auf jeden Fall ernst genommen werden. Also, Frau Römer. Ihre Schilddrüse hat wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass Sie so schlecht schwanger werden konnten. Sie scheinen eine Unterfunktion zu haben. Beziehungsweise Sie haben fast mit Sicherheit. Nein, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Sie müssen dann die richtige Menge Schilddrüsenhormon nehmen und dann sind Sie gesund. Aber kann ich dann schwanger werden? Ja, dann brauchen Sie nur die richtige Menge von Schilddrüsenhormon zu nehmen. Betrachten Sie das nicht als Medikament, sondern einfach als Ergänzung von etwas, das Ihr Körper im Moment einfach nicht ausreichend produzieren will. Sie werden wieder wacher, Sie werden wieder aktiver, Sie werden Gewicht verlieren, die Wassereinlagerungen werden verschwinden und dann sollte auch in allerkürzester Zeit wieder ein ganz normaler Zyklus da sein. Die Bestimmung der Laborwerte bei Frau Römer hatten neben dem Ausschluss einer Schwangerschaft anhand des Beta-HCG auch eine sehr ausgeprägte Schilddrüsenunterfunktion gezeigt. Dies kann dazu führen, dass es weder einen Eisprung noch eine Monatsblutung gibt und ist durchaus als Grund in diesem Fall für einen unerfüllten Kinderwunsch wahrscheinlich. Was halten Sie von einer psychologischen Betreuung? Das war der wunde Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie das wirklich verdaut haben, dass damals Ihre Mutter bei Ihrer Geburt verstorben ist. Genau, das ist nämlich, was ich befürchte. Ja? Das könnte ein Punkt sein. Einerseits wünschen Sie sich zwar sehnlichst ein Kind, aber andererseits haben Sie doch irgendwie mitbekommen, dass jemand gestorben ist wegen einer Geburt. Denn das sind zwei ganz gegensätzliche Dinge, die jetzt in Ihrem Kopf rumgehen. Die Angst vor einer Schwangerschaft, weil man an den Folgen versterben kann. Und natürlich der berechtigte Wunsch einer jungen Frau nach einem Kind. Ne? Okay, ja? Wir schaffen das. Also geben Sie den Ärzten und dem Schilddrüsenhormon mal ein Vierteljahr. Ich glaube, dann sind Sie wieder wie neu. Okay. Frau Römer braucht sowohl Ersatz der ihr fehlenden Schilddrüsenhormone, um
die Möglichkeit zu bekommen, schwanger zu werden, als auch psychologische Betreuung. Denn der frühkindliche Schaden, es handelt sich da ja wirklich um ein Trauma, wenn die eigene Mutter bei der Geburt eines Geschwisterkindes verstirbt, das wird man sein Leben lang nicht los. Und wenn man eigene Kinder haben möchte, droht gleichzeitig die Erinnerung mit, du kannst dabei versterben.